Hallo ihr Lieben und zurück zur neuen Folge von Ostwind, das Spiel. Ja, gestern Abend sind wir noch ausgeritten mit Ostwind. Wir waren eigentlich auf der Suche nach dem Mongolith, wie es auch heißt. Stattdessen haben wir die Höhle gefunden, immerhin was. Und ja, machen wir heute mal weiter mit den Aufgaben und zwar als allererstes bei Herrn Kahn. Es ist eine ganze Weile her, dass du hier warst, Mika. Da haben Sie recht. Das Schuljahr dauert wirklich viel zu lang. Erinnerst du dich noch an die Lichtung im Wald, wo ihr immer die Stute 34 getroffen habt? Na klar, sowas vergisst man doch nicht. Na dann zeig mir doch mal, dass du deinen Orientierungssinn im Wald noch nicht verloren hast. Reite zu der Lichtung und sieh nach, ob 34 dort ist. Hoppa, das eine habe ich eben zu schnell weggedrückt. Tut mir leid. Ist so gut wie erledigt. Das wollte ich eben nicht, aber gut. Dann reiten wir jetzt mal zur Waldlichtung. Okay, Mika. Kannst du die Lichtung im Wald finden? Das ungefähre Gebiet habe ich dir markiert. 34 wartet dort schon auf euch. Ja, wir sollen sehen, ob sie da ist. Jetzt wartet sie auf uns. Okay. Gut. Dann werden wir Kurve 34 finden. Ich muss ganz langsam rüber Ostwind, sonst fallen wir da runter. So. Zur Waldlichtung. Da hinten ist der Punkt. Da ist die Stute 34. Halt! Wir müssen hier abbiegen. Das war nicht schlecht. Du kennst die Gegend immer noch wie deine Westentasche. Was haben Sie denn gedacht? Ging ein bisschen schnell. Wie ich finde. So, jetzt haben wir Maria. Gut. Mika, hör auf mit Ostwind herumzuspielen. Es gibt Wichtigeres zu tun. Geht auch schon wieder gute Laune. Was ist denn los, Oma? Du siehst doch, dass ein Gewitter aufzieht. Ja, schon. Aber das zieht auch schnell wieder vorbei. Es mag ja sein, aber eines von unseren Pferden ist noch draußen und lässt sich nicht zurückbringen. Bevor das Gewitter hier ist, muss das Pferd wieder im Stall sein. Mach dir keine Sorgen, Oma. Ostwind und ich schaukeln das Pferd schon. Na super. Wieder ein Verfolgungsjagd. Beeil dich, Mika. Das Pferd muss wieder auf dem Gut sein, bevor das Gewitter losgeht. Okay. Schneller, Ostwind. Ja, es hat ja Vorsprung. Wir verlieren den Anschluss. Näher ran. Ich weiß nicht, was hier trainiert wird. Wahrscheinlich Pferderennen. Stehen! Super, Ostwind, fast geschafft! Ja, super! Aber auch nur fast! Kann das eigentlich auch mal fehlschlagen? Super, die Ausdauer.
sind doch viel zu schnell. Ich fand jetzt nur normaler Sprung, ist gar nicht so gut. Und viel zu schnell. Ausdauer wieder erschöpft. Da ist ein Sprung. Der ist perfekt. Ja? Gott sei Dank hast du das Pferd unbeschadet zurückgebracht. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Danke, Mika. Ist ja anstrengend hier. Sind ja viel zu schnell für uns. Weiß ich, was die im Essen bekommen. Fotoaufgabe, aber wir müssen jetzt erstmal kurz striegeln. Das machen wir als erstes. Ja. Ostwind sieht wieder ein bisschen. Du hast die harte Bürste. Nimm die andere. Ja, Tinker. Ist ja gut. Ich dachte, wir schaffen es auch mal ein bisschen ohne. Angemecker von Tinker, aber anscheinend nicht. Aber gut. Macht jetzt ja auch nichts. Hier machen wir erstmal mal kurz mit der Weichenbürste. Nimm die weiche Bürste. Jaha. Jetzt sieht man dein Fell wieder. Wie er sich freut. So. Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. Machen wir doch, Tinker. So, dann machen wir die Fotoaufgabe. Waschbären sind sehr selten in dieser Gegend. Aber wenn du gut aufpasst, kannst du welche finden. Suche und fotografiere einen Waschbär. Machen wir. Wo könnten die Waschbären denn sein? Müssen wir auf die Karte unten mal achten, da ist dann eingezeichnet. Ja. Reiten wir hier lang. Wo jetzt? Hier lang? Ich weiß gar nicht, wo die Waschbären sind. Da hinten. Das ist eingezeichnet. Ich frage mich die ganze Zeit, ist das hier der Wohnwagen von Herrn Kahn? Da gucken wir mal, so eine Ausreitfolge machen. Da ist ein Waschbär. Bleib stehen!
Kann ich die schon nicht fotografieren? Sehr schön. Besser als das meiste im Internet. Das ist wirklich ein schönes Foto geworden, Mika. Du kannst dir deine Bilder jederzeit in deinem Fotobuch ansehen. Ja, claro. So, jetzt haben wir noch eine Aufgabe an K. Dann machen wir die auch noch. Mika, hast du Lust auf ein kleines Spielchen? Immer doch. Wenn ich Ostwind mitnehmen darf? Na sicher, ich habe euch ein paar von meinen Schnitzereien versteckt. Oben, bei den Hügeln. Eine unserer leichtesten Übungen. Ich habe mir schon gedacht, dass du so etwas sagen würdest, Mika. Um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, habe ich die Schnitzereien in zwei verschiedenen Bereichen versteckt. Schaffen wir trotzdem locker. Okay, Schnitzereien. Die Schnitzereien sind in den eingezeichneten Gebieten versteckt. Bring sie alle zurück. Mach ich. Machen wir doch. So. Das eine. Da ist eine. Ah. Da. Da oben. Halt. Ist doch kein Problem für Ostwind. Ja. Da war eben noch irgendwo eine. Halten wir hier hoch. Eine brauchen wir noch. Nee, hier nicht. Eine einzige brauchen wir noch. Wo könnte sein? Da! Prima, das waren alle in diesem Gebiet. Aber im nächsten Gebiet sind noch mehr versteckt. Okay. Reiten wir zum nächsten Gebiet. Ja, man muss immer ein bisschen auf die Ausdauer achten. So. Da ist schon mal eine. So. Vielleicht hier hoch. Da, und auch welche? Halt! Fünf von zehn. Eine brauchen wir noch. Danke. Eine fehlt uns noch.
Wo könnt ihr sein? Bis jetzt beeilen. Da. Gut gemacht, Mika. Du hast tatsächlich alle Schnitzereien gefunden. Ja, natürlich. Ja, jetzt habe ich hier wie ein Wind, wie der Wind. Du und Ostwind seid doch auch so oft im Wald unterwegs. Und obwohl es da so eng ist, seid ihr trotzdem so flink. Kannst du mir das beibringen? Ich habe dir meine Lieblingsstrecke abgesteckt. Klar. Machen wir, Tinker. Welche Aufgabe machen wir denn noch? So, da hinten lang. Bisschen verwinkelt hier. Aber gut, ist ja kein Problem, ne? Die sich überfreut. Halt. Da haben wir uns ein bisschen die Ecke verfehlt. Da springen wir erstmal nicht. So. Das ist nur ein normaler Sprung, aber macht ja nichts. Die Ausdauer ist ja voll gewesen. Hoppala! Nein! Ich hab den Sprung verpasst. So. Gleich schon geschafft. Wow, das war wirklich cool, Mika. Hoffentlich kann ich das auch bald so gut wie du. Aber klar. Nur ein bisschen üben, Tinker. Mit Archibald. Oh, Ostwind hat Level 7 erreicht. Okay. Das finde ich, das Bild hier ist immer einmalig. Ich finde das schön. Ausdauer. Ja, nehmen wir das nochmal.
Listen wir doch mal schnell den Stall aus. Halt, da wollte ich gar nicht hin. Das machen wir doch mal schnell in dieser Folge. Zack. Zack. Und zack. So, das kriegt Oswald erstmal einen schönen neuen Unterschlupf. Nee, Mika, doch nicht da. Doch, warum nicht? Da kannst du doch kein Heu hinlegen, Mika. Doch, ich kann. Warum kann ich nicht? Halt. Und eins noch. Jetzt hast du wieder einen sauberen Unterstand. Du solltest mit Oswind ausreiten. Ja, ihr Lieben. Das war's für diese Folge wieder. Wir sehen uns heute Abend in der Folge wieder. Da kommt die zweite Folge. Und ja, bis dahin. Macht euch einen schönen Tag. Tschüss.